Hallo und willkommen zum zweiten Teil unserer kleinen Serie Artemide leuchten mit Tipps und Tricks aus unserem aktuellen Buch Architektur zeichnen. Und natürlich hier der Hinweis nochmal zu unserem Partnerkanal Frag Fabi. Dort habt ihr die Möglichkeit, alles über Spannendes, über Architektur, Design und natürlich in diesem Fall die Artemide Designleuchten Megaterra. Schaut vorbei, es lohnt sich, falls ihr das nicht sowieso gemacht habt. Und vielleicht möchtet ihr gerne Leuchtendesigner, Designerin werden und nicht wisst, welches Studium dafür das Richtige ist, dann ist unser Design Campus das Richtige für euch. Und hier geht es auch los. Hier haben wir aufgehört. Das ist die Leuchte im Ganzen und jetzt widmen wir uns den einzelnen Bereichen, wie jetzt hier dem Schirm, also ruhig auch überschneiden für Innenarchitektur, Bewerbungsmappen oder generell für Produktdesign, Zeichnung sind solche Tipps eigentlich sehr schön, wenn die Leuchten auch angeschnitten werden, also sie flächen sich überlappen. Das macht eigentlich ordentlich was her. Und auch hier sieht man es, wenn die Details nochmal verdeutlicht werden, wie das aussieht. Also hier kann man dann noch bisschen die Details etwas mehr verdeutlichen. Und so die Feinheiten. Also der Licht und Schatten natürlich ganz wichtig. Immer bei euren Produktdesign-Skizzen sollte das immer zu sehen sein. So, man sieht, was das schon ausmacht. Diese Überlappung, die bringt eigentlich die spannende Tiefe. Und dann natürlich auch hier Licht und Schatten. Nicht vergessen, dass hier nochmal angesetzt. Auch noch mal mehr Tiefe. Also generell für Produktdesignzeichnung, aber auch für eure Innenarchitekturmappe ist das wichtig. Wir versuchen mit euch immer das Portfolio so aufzubauen, dass ihr natürlich perfekte Skizzen habt und die vom Leuchten zeichnende Räume, also viel, viel mehr natürlich gehört noch dazu. Gerne erfahrt ihr das, wenn wir euch dazu mal beraten können, welche Möglichkeiten ihr habt und am Ende könnt ihr euch relativ sicher sein. Also wir haben unsere Bewerbungsquote liegt bei 99, letztens sogar 100%. Da sind wir auch ganz stolz drauf. Schaut auf jeden Fall auf mappenvorbereitungskurs.de. So, und hier noch ein weiteres Detail.
man, wie das jetzt hier ausgearbeitet ist. Hier nochmal aufsteigend, nochmal die Fläche. Mit leichten Konturen. Hier dann auch. So, das Kabel ist natürlich schwarz in dem Fall, es wird einfach komplett schwarz gemacht und dann lässt sich das auch nochmal mit gewissen Leuchteffekten ergänzen. Aber hier ging es uns eigentlich um diese spannende Art und Weise, wie so etwas dargestellt werden kann. So, und dann bei den letzten Details unserer Leuchtskizze können wir nochmal hier sehen. Ist das fertige Ergebnis. Also mehr dazu gerne auf unseren Seiten mappenvorbereitungskurs.de. Schaut vorbei, wir freuen uns. Ansonsten danke fürs Zuschauen. Bis bald, euer Akademie-Ur-Team.